Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benny. Schön, dass du da bist. Heute gibt es ein etwas kürzeres Video. Ich bin ein bisschen erkältet. Und zwar, ich war am Sonntag, den 27. Auf einem kleinen Plant-Schwob plus Event dazu. Und ich habe euch da halt mitgenommen. Und genau, würde euch jetzt halt erstmal die ganzen Infos geben. Das heißt, wo findet ihr das? Was gab es da? Wie kommt ihr zu den Infos? Wann ist es wieder? Würde euch dann ein paar Videos zeigen und dann sind wir auch schon fertig. Genau, und zwar hat mir der liebe Carsten eine E-Mail geschrieben. Das könnt ihr nämlich in dem Linktree, den ich überall verlinkt habe. Und hat gesagt, ey, guck mal, da gibt es ein kleines Event. Willst du da nicht dran teilnehmen? Hat mir dann noch gleich den Instagram-Link geschickt. Und also zum Beispiel hat Carsten und Frank haben da halt einen kleinen, nicht einen kleinen Stand gehabt, weil die haben halt auch Pflanzen getauscht. Und die haben halt zum Beispiel getauscht ein Anthurium Hokiri, eine Aglaonema Big Roy, ein Philodendron Gloriosum Pinkback, Anthurium Crystal Rack, Alocasia Freideck, Syngonium Ormnack zum Beispiel. Genau. Das hat euch zum Beispiel bei dem Carsten und Frank erwartet, die da halt auch dabei waren. Genau, von dem habe ich jetzt halt auch die ganzen Infos. Das heißt, das ist halt eher ein wiederkehrendes Event und zwar am letzten Sonntag im Monat findet das immer statt. Das heißt, ihr habt im November am 24., das wäre der letzte Sonntag, also am 24.11. habt ihr denn nochmal die Möglichkeit dahin zu fahren? Das ist ein Totensonntag. Im Dezember macht das Event halt erstmal eine kleine Winterpause und ist dann im nächsten Jahr ganz bestimmt wieder für euch da. Genau, das heißt, wann gibt es das? Wo ist das Event? Und zwar in Berlin-Neukölln. Im Neuer St. Jakob-Friedhof in der Hermannstraße 99 bis 102 in 12051 Berlin-Neukölln. Zukunfts-Benny hat jetzt auch ganz bestimmt die ganzen Infos an irgendeiner Ecke ganz professionell eingebildet. Nicht eingebildet, eingeblendet. Auch Zukunfts-Benny ist da nämlich ganz professionell drin. Und vielleicht hoffentlich auch weniger erkältet. Anyway, genau. Berlin-Neukölln oder in der Kapelle. Also es ist nicht direkt auf dem Friedhof. Ne? Ihr sitzt jetzt da nicht irgendwie. Ihr klaut jetzt nicht Tante Emma die Pflanzen vom Grabstein, ne? Sondern das ist halt in der Kapelle davor. Das ist ein etwas kleinerer Raum. Da waren wir dann zum Beispiel 40 Leute und haben dann da halt Pflanzen. Ey, was ist denn los? Pflanzen getauscht. Wenn man Deutsch und Englisch vermischen will. Genau, das heißt, wo findet ihr die Infos? Das heißt, zum Beispiel auf Instagram, auf dem Account plantswap.berlin. Da macht die Person halt eigentlich immer so einen kleinen Post dazu. Oder ihr findet das Ganze halt auch in dem Linktree. Dann müsst ihr ein bisschen runter scrollen. Da gibt es halt auch noch die ganzen Infos dazu. Genau. Den Account, den habt ihr jetzt, also plantswap.berlin. Ich werde für das Video nicht bezahlt. Ne? Ich mache das halt eigentlich nur, weil ich das eine ganz nette Sache finde, wenn ihr irgendwie in der Nähe wohnt und da irgendwie ein bisschen familiär Pflanzen tauschen wollt. Oder ihr habt keine Freunde und Familie mehr, die wollen alle die Pflanze nicht mehr, dann werdet ihr vielleicht dafür nicht. Genau, finde ich eigentlich eine ganz tolle Sache, bevor ich jetzt irgendein Video mache über die Top 10 Bla-Pflanzen, was irgendwie keiner mehr sehen will. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ne? Genau. Auf diesem Event gab es Folgendes. Also das war am 27. Oktober, das war ein Sonntag und das ging von 12:30 Uhr bis 15:30 Uhr. Also zumindest so stand das jetzt auf dem Flyer. Ich bin noch oldschool, ich sage dazu Flyer. Also ab 12:30 Uhr gab es eine halbe Stunde, wo die ganzen Leute erstmal hinkommen konnten und aufbauen. Ab 13 Uhr gab es dann halt eine Stunde diesen Kokedama-Workshop. Fand ich persönlich eigentlich ganz interessant, ne, wo ihr eure Medizinball große Mooskugel bauen konntet. So groß war sie vielleicht gar nicht. Genau, wo ihr eure kleine Mooskugel formen konntet. Wenn ich das richtig von Carsten gehört habe, dann war dieser Workshop halt auch kostenlos. Man hat auch teilweise auch schon Pflanzen gestellt gekriegt. Fand ich halt eigentlich ganz interessant, aber das erzähle ich dir halt vielleicht später. Für mich war das halt auch neu. Gut, ich bin auch Team Semi-Hydro, ich habe jetzt mit Erde auch nicht so viel am Hut. Genau, ab 2 Uhr gab es dann 45 Minuten den Plant Schwab.
wo ihr dann auf einem kleinen Tisch mit vielen oder mit so drei, vier, fünf Leuten halt eure Pflanzen tauschen konntet. Da gab es halt auch ganz bestimmt noch ein paar Regeln. Das wurde vorher alles noch ein bisschen erklärt. Fand ich persönlich, also ich fand den Vibe ganz cool, weil das war halt wirklich so familiär. Man konnte da wirklich, man wirklich quatschen, man hat sich da hingesetzt. Es wurde halt genug erklärt, man wurde da so ein bisschen an die Hand genommen und das fand ich persönlich halt eigentlich ein sehr schönes Umfeld, dass ich sage, okay, cool, das gefällt Benni, dann machen wir mal ein Video zu. Genau, und da gab es halt noch ab 2:45 Uhr einen kleinen Raffle oder einen Tombola, wo ihr noch eine Pflanze gewinnen konntet. Wie gesagt, 40 Leute waren bei dem Event dabei und unter diesen 40 wurde, glaube ich, eine oder mehrere Pflanzen ausgewählt, da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Und ab 15 Uhr gab es noch eine halbe Stunde zum Networken, zum Telefon austauschen, zum Handy Pflanzen nochmal durchtauschen oder was auch immer. Genau, das habt ihr jetzt halt alles. Das heißt, ihr wisst, wann das ist. Letzter Sonntag im Monat. Danke nochmal an Carsten, dass er mir die E-Mail geschrieben hat. Vielen herzlichen Dank dazu, falls ich das noch nicht auf dem Event dir persönlich gesagt habe. Genau. Die Person habt ihr, jetzt habt ihr alles. Genau, jetzt kommen wir zu zu den Videos. Jetzt habt ihr den ganzen trockenen Quatsch überwunden nach 6 Minuten. Jetzt kommen wir zu den richtig geilen Videos. Und zwar, ich bin da halt erstmal so ein bisschen lang gelaufen. Genau, wir können uns jetzt auch erstmal so das erste Video angucken. Genau, es ist ein Friedhof, nicht wundern. Genau, da gab es halt zumindest so ein kleines Schild: Pflanzen tauschen, Plant Swap. Und ich dachte jetzt erstmal so, okay, gehst du jetzt da durch das Tor? Also wo ist das jetzt halt wirklich genau? Weil so Friedhof und Pflanzen finde ich jetzt erstmal ein bisschen komisch. Genau, rechts stand auch nichts weiter. Links stand halt auch nichts weiter. Es gab nur so dieses kleinere Schild. Ich dachte, okay, gehst halt einfach mal rein, ne? Und das war jetzt halt auch schon der Eingang, genau diese etwas kleinere Kapelle, da wo die Frau jetzt lang geht, da war es halt auch schon. Die Frau, die wirklich an der Tür stand, wenn ihr das jetzt so schnell gesehen habt, war jetzt auch die Organisatorin. Genau, also einfach mutig zur Kapelle, ihr seid da ganz richtig. Genau. Dann gab es noch einen, denn wenn ihr jetzt halt wirklich drin seid, also ich fand das halt von außen her eher so ein bisschen, ne? Weil man sagt ja Kapelle und Friedhof und ein bisschen schwierig, aber es ist von drinnen halt wirklich sehr viel, ich will nicht sagen angenehmer, ne? Aber das Event an sich war halt wirklich, eigentlich war wirklich cool. Das heißt, jetzt auch noch das nächste Video. Das heißt, wenn ihr jetzt halt wirklich reinkommt, dann habt ihr diesen Raum mit zwei Tischen links und rechts. Links konnte man sozusagen die Pflanzen schwappen. Da haben wir die ganzen Leute halt auch schon die Pflanzen halt hingestellt. Genau, die gucken wir uns jetzt halt auch noch mal genauer an. Genau, die ganzen Pflanzen stehen da halt schon. Anthurien, Syngonien. Alles war da mutig dabei. Zum Zeitpunkt der Aufnahme waren die Leute halt eher dabei, noch bei diesem Kokedama-Workshop. Von daher waren die Personen halt eher genau auf der anderen Seite. Was wurde benutzt? Substratmäßig überwiegend Erde mit Perlite dazu. Da sieht man das halt gerade. Genau weiter hinten war halt, glaube ich, auch der Stand von Carsten. Genau, der Herr mit der Cappy, falls ihr den jetzt gesehen habt, das war der liebe Carsten. Huh, Benni hat gerade gehustet. Genau, und da sind jetzt halt die ganzen Menschen, die jetzt halt dabei waren, gerade ihre Mooskugeln zu formen. Carsten hat mir das halt auch noch mal ein bisschen erklärt. Und zwar macht man das halt eigentlich immer so, dass man ein etwas bestimmteres oder spezielleres Substrat in der Mitte hat, das halt die Pflanze so ein bisschen umschließt. Und da außen rum kommt dann halt eigentlich immer Moos. Das kann man halt auch noch so ein bisschen festbinden. Dann kann man das anhängen. Ich finde, das sieht doch eigentlich ganz schön aus, wenn man das halt irgendwo hinhängt oder dann noch so mit mehreren Kugeln außenrum, finde ich eigentlich eine ganz tolle Sache. Ich habe dann halt so einen Scherz gemacht, okay, weil die
Kugeln sahen halt auch noch so ein bisschen unterschiedlich groß aus, ne? Ob man dann halt auch so einen kleinen Medizinball draus formen kann. Weißt du, komm her, mein Kleiner. Und dann guckt da oben so eine kleine Syngonie raus oder so. Genau, das heißt, wie wässert man das Ganze? In Wasser tunken und hoffen und dann halt so ein bisschen abtropfen lassen. Es darf halt auch nicht austrocknen. Genau, wie gesagt, das ganze Event, habe ich, glaube ich, am Anfang vergessen zu erzählen, war halt auch umsonst. Das heißt, die Pflanzen hier zu diesem Workshop waren halt auch, wurden teilweise halt auch gestellt. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf hatte und richtig informiert wurde, aber das steht bestimmt halt auch noch in diesen ganzen, also dann spätestens in dem Linktree drin. Linktree drin. Genau. Das heißt, Kogidama haben wir jetzt gesehen. Das heißt, wie haben die Leute das halt gemacht? Das fand ich halt eigentlich auch ganz klasse, dass die da wirklich so nebeneinander saßen. Man hat sich da geholfen. Man hat da versucht, dieses Moos dann halt an diese Kugel anzubinden. Vorher war es dann ganz, ganz matschig, weil man ja diese nasse Erde oder dieses Erdgemisch da halt zu einer kleinen Kugel formen musste. Genau, da wurde jetzt halt geklatscht, weil das Event oder zum Beispiel dieser Kogedama-Workshop sich so ein bisschen dem Ende genähert hat und so diese letzten Minuten angebrochen sind. Fand ich halt eigentlich ganz cool, dass einem da halt auch geholfen wurde und halt genau gesagt wurde, okay, wie ihr das jetzt halt alles machen müsst. Genau, Kogedama fand ich eigentlich ganz cool, habe ich jetzt auch zum ersten Mal gehört. Genau. Das heißt, ihr seid halt auch bestimmt schon ganz, ganz gespannt darauf, wie diese fertigen Kugeln, wie dieses fertige Ergebnis halt ausgesehen hat. Das zeige ich dir jetzt. Genau, das sind die fertigen Kugeln. Die hat man dann da hinten so ein bisschen auf einem Podest gestellt, dass halt jeder sich so ein bisschen gucken konnte, wie die Ergebnisse halt auch von den anderen ausgesehen haben. Wie gesagt, man konnte das halt entweder mit Moos oder mit Kokosfasern machen. Ziel soll halt eigentlich nur sein, dass man das anhängen kann und dass man das dann halt so ein bisschen feucht hält. Genau, das ist halt so der Ziel in diesem Kokedama, dass das Moos so ein bisschen die Feuchtigkeit in diesem Erdklumpen, in diesem Erdkern da festhält. Genau, fand ich eigentlich eine ganz schöne Sache. Ich finde diese runden Mooskugeln sind doch eigentlich ganz schön geworden. Genau. Das heißt, der Kokedama-Workshop hat sich dann so ein bisschen dem Ende genähert und dazu gab es dann später halt noch eine kleine, also man hat dann die Kugeln auf diesen Bereich gelegt. Man konnte sich da halt angucken, man hat dann halt noch ein bisschen gequatscht, dann hat man sich nochmal in der Mitte getroffen, um halt das weitere Vorgehen zu bereden oder zu bequatschen. Man hat dann halt auch noch durch, also man hat dann auch gesagt, okay, wie viele sind denn halt zum ersten Mal hier? Dann hat man durchgezählt, um halt diese Tombola zum Schluss noch mal ein bisschen zu machen. Jetzt hat sich halt die Kamera bewegt. Oh mein Gott. genau. Kann ich jetzt halt auch vielleicht mal ein kurzes Video zeigen, aber ohne Ton. Genau, da wird jetzt halt geklatscht, dann werden halt noch die nächsten oder die das nächste Vorgehen sozusagen besprochen. Zum Beispiel haben sie dann halt gesagt, okay, die Pflanzen, die man schwappen möchte, stehen über dem Tisch, die man nicht mehr schwappen möchte oder die man geschwappt hat, die stehen dann eher unter dem Tisch und wenn man irgendwelche Fragen hat oder irgendwie sowas, dann kann man sich da halt immer an drei Personen wenden. Genau, soll jetzt auch vielleicht erstmal genug sein. Dann hat man halt noch gefragt, okay, wie viele sind denn zum ersten Mal hier? Welche Workshops gab es schon? Und hat man so ein bisschen Promo gemacht. Also wie gesagt, ein sehr kleineres, sehr vertrauteres Event und Umgebung. Finde ich persönlich eigentlich wirklich ganz cool. Genau, dann zum Schluss, wenn man das halt alles erledigt hat und man hat dazugehört, was hat alles, wie man schwappt, dann gab es danach das eigentliche Schwappen, das gucken wir uns jetzt mal an. Genau, der Tisch, da kommen halt auch schon die ersten Leute, man hat da so wild drumherum geschwappt oder Pflanzen getauscht. Genau, und das gab's und das war auch eigentlich schon das ganze Event. Also ein sehr kleines Event mit diesem Workshop zusammen, das fand ich eigentlich ganz cool. Und das war das Video für diese Woche.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch so ein bisschen so diesen Pflanzentausch mit Workshop, falls ihr in Berlin-Neukölln wohnt, so ein bisschen ans Herz bringen. Oder ihr habt da halt mal Lust drauf, auf einen dieser Workshops zu gehen. Dann finde ich das eigentlich ganz cool, wenn ihr da mal vorbeischaut. Falls ihr noch irgendwelche anderen Sachen habt, die ich mir angucken soll oder mal vorbeigucken, dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare, schreibt mir eine E-Mail oder was auch immer. Ich gucke da eigentlich immer nach. Genau. Nächste Woche ein bisschen Promo für die nächsten Videos. Ich war halt auch beim Tag der offenen Tür bei Aequagenera. Ich habe mir eventuell eine Pflanze gekauft. Ich weiß nicht, wo meine Hand da gerade zu dieser Pflanze zeigt. Genau. Das erwartet euch beim nächsten Mal, wenn Benni wieder gesund ist und ich nicht irgendwie zwei, dreimal abbrechen muss, weil ich anfangen muss, wie so ein einfach muss zu husten, ne? Dann habe ich da halt auch mehr von. Aber ich kann euch zum Beispiel sagen, dass das Blatt ist vielleicht etwas größer von dieser Pflanze, die nur rein zufällig auf dieser Seite steht. Genau. Sieht man das halt eigentlich genau. Hier meine Anthurium Insigne Gigante rollt halt auch gerade ein neues Blatt aus. Das finde ich sehr schön, dass es diesmal zur Kamera wächst. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht noch eine kleine andere Sache. Falls das gefällt, was ich mache und ihr wollt mich vielleicht ein bisschen unterstützen, dann gibt es seit neuestem drei Tiers. Ne, das ist so YouTube-exklusiv. Da könnt ihr mich dann sozusagen abonnieren oder unterstützen. Und es gibt da halt auch verschiedene Tiers oder verschiedene Perks, die ihr dann sozusagen bekommt von süßen kleinen Emotes, die ich fantastisch finde, weil das ist so ein kleiner Frosch, der so ein bisschen den Po in die Kamera hält oder dann anfängt rumzutanzen. Oder ihr könnt dann halt auch mit mir chatten oder mit mir einen Videocall machen. Ihr könnt sozusagen exklusiv mitbestimmen, was ich machen soll. Und so weiter. Ihr kriegt auch schicke neue Icons, genau. Bevor ich jetzt anfangen muss zu husten, vielen herzlichen Dank. Wuff!